Hier ist Soulless. Ich halte die Klappe. Es hat ein geiles Intro. Das möchte ich nicht versauen. Ja, nochmal hallo. Willkommen zu Soulless. Soulless war 2011, weiß jetzt gar nicht, das erste 64K-Cartridge von Arch City. Das bis dahin ambitionierteste Projekt. Ist auch bei Psytronic auf Disc und Kassette erschienen. Und es war wohl nicht einfach, das komplette Spiel inklusive Intro, Outro und eben dem Spiel selbst, ne, 2012 war es, in diese 64K zu packen. Also das ist wohl eine ziemliche technische Meisterleistung gewesen. Und so wie das Spiel angefangen hat, geht es von der Qualität her auch weiter. Ihr habt gesehen, wir müssen die Seele wiederfinden. Wir fangen in dem Dungeon an. Klassisches Plattform-Jump'n'Run, wo die Screens umschalten. Das hat viel mit Timing zu tun, mit Memorizing. Also das gute Alte, uns nicht zu versuchen zu erinnern. Ah, da geht's schon los. Ich stelle mich ein bisschen blöd an manchmal. So. Und dieses Spiel entwickelt sich später. Wenn wir hier aus dem Dungeon raus sind und in dem Schloss des Herrschers, wo wir unsere Seele suchen müssen, zu einer Art mystisches Impossible Mission. Weil? Ah, das ist, ja, damit komme ich nicht so gut klar. Bin da nicht so geübt drin. Ah.
Man kann, ich wollte sagen, mystisches Impossible Mission, weil man kann dann Gegenstände in den Räumen Gegenstände durchsuchen. Und das macht man genauso wie bei Impossible Mission. Man drückt nach unten und dann läuft ein Balken ab. Dann läuft ein Balken ab und man findet etwas oder auch nicht. So. Ihr seht, die Grafik ist durch die Bank weg wirklich super gezeichnet. Mir gefällt das unheimlich gut. Muss man ein bisschen aufpassen hier. Ich stelle mich echt blöd an. Das Problem ist, dass man am Anfang diese Respawn-Punkte noch nicht hat. Später in weiteren Levels kommen die wohl. Punkte, wo man dann halt zum einen geheilt wird und zum anderen bei Lebenverlust wieder weitermachen kann. Aber das Spiel ist nur Übungssache. Ja, wenn man genug Nerv dafür hat, wenn man sowas mag, kein Thema. So. Die Animation der Titelfigur ist super. Wow. Das war dumm. So. Ach, Kerl. Ich probier's nochmal. So. Ich finde das wirklich erfrischend schön gemacht. Also es ist auch farbenfroh, ja, nicht nur die üblichen 3-4 Farben, die man oft in so Spielen sieht. Nee, hier werden alle 16 Farben bunt verwendet, es passt aber trotzdem alles gut zueinander. Sehr fantasievoll gestaltet das Ganze. Ah. Und ich mag auch die Sprites der... Der Gegner. Am liebsten bisher eben diese Käfer hier, Spinnen oder was es sind. Finde ich wirklich schön. So, was haben wir denn hier? Ja. Mensch. Kellner. So, zack, zack. So, hier glaube ich, muss ich mich echt irgendwie tierisch beeilen, dass ich an dem vorbeikomme. Ah, ja, genau, das habe ich gemeint. Weil er bewegt sich ja langsam aber sicher in meine Richtung. Das wird jetzt wieder nichts mehr, glaube ich. Oder doch? Ja. So, ich glaube, jetzt bin ich drin. Jetzt kann ich anfangen zu suchen. Genau. Ah, ich muss nach oben drücken. Wichtig ist, immer gucken. Hier ist der erste Respawn-Punkt. Immer gucken, was habe ich da eigentlich gefunden. Wie schön. Da muss man nach unten drücken. You found a spirit stone. You found a stone amulet. Ich kann den nochmal heilen. Genau. So, weiter geht's. Schießen kann ich aber immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob man jemals überhaupt schießen kann in dem Spiel. Ich glaube nicht. Ich habe wieder nicht gelesen, was es überhaupt gab. Dann gehe ich halt nochmal dorthin zurück. Das ist praktisch. Ich habe es wieder nicht gesehen. Ich bin unaufmerksam. You found gold? You found gold. Wenn man am Ende dann die Soulstücke, also die Teile seiner Seele zusammen hat, muss man diese im obersten, im letzten Raum
dieses Gewölbes zusammensetzen. Farm a big ruby. An extra life! Nice! So. Also, um nochmal auf die Qualität des Spiels zurückzukommen, das ist wirklich großartig. Ich finde die Grafik wirklich schön. Die musikalische Untermalung passt absolut. Da kommt wirklich dieses mystische Feeling so ein bisschen auf. So Tausend und eine Nacht mäßig. Und ich meine damit nicht Klaus Lage. Halt, nein! Oh, fuck, das wollte ich doch gar nicht. Blöd, Mann. Normal. Das wollte ich. Zack. A Spirit Stone. A Spirit Stone. So. Heile, nein. Wieder nix. Das ist gar nicht so einfach. Ah! Ja, dann fisch. Manchmal ist es aber auch einfach so, dass ich immer und immer wieder dasselbe tue. Obwohl ich weiß, dass es falsch ist. Vorhin hat das doch auch geklappt. Wo hängt's denn? Ach, egal. Mal weiter. Gold. Blue Magic. So. Genau, das habe ich vergessen zu erwähnen. Es gibt natürlich verschiedene magische... Oh, okay. Da habe ich das prompt verwechselt. Es gibt verschiedene magische Tränke. Oder Steine, wie auch immer. Auf jeden Fall haben die dann eine Wirkung auf die Gegner. In dem Fall war es jetzt so, sie sind stehen geblieben, aber sie waren für mich immer noch tödlich. Und dadurch, dass der stehen geblieben ist, habe ich ihn als Gegner so in dem Moment nicht erkannt. Blauer Ruby oder blauer Magic bedeutet in dem Fall, bleib stehen. Red Magic, aha, Smart Bomb sozusagen. So, und so geht das jetzt immer so weiter. Ihr seht, sogar einer wie ich kommt hier relativ schnell in das Spiel rein. Ah, okay, der läuft weiter, als ich erwartet hatte. Aber es macht riesig Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich kann es eigentlich nur empfehlen. Ich selber spiele das jetzt weiter. Ich mache die Kamera aber aus. Weil ich habe noch ein anderes vor mir nachher. Und sonst reicht mir die Zeit nicht. Solace für den C64 von RGCD. 64 Kilobyte Cartridge. Eins der schönsten Spiele, die überhaupt anbieten. Und eigentlich ein Muss für alle Plattformfans. Ich danke euch fürs Zusehen. Und wenn ihr was dazu zu bemerken habt, gerne in die Kommentare oder auch auf Facebook. Daumen hoch und abonnieren finde ich auch toll. Dankeschön, ciao.